Liebe Freunde und Kollegen aus dem Schaffen und Gemeinderat, liebe Leute hier bannen, die dir mit den vier geschriebenen Restriktionen dieser Versammlung können beiwohnen, sind all willkommen. Liebe Spektatoren da draußen, ob bei unseren Resoen, liebe Vertreter von der SNHBM, liebe Interessenten von der Projekt Helmen aus der Gemeinde Kirlen a Kirch, liebe Interessenten auch sonst. Lass mal just kurz eine Introduktion zu machen für das Sparre d'Information zum Projekt Helmen, was natürlich ungedurcht war, viel mehr groß zu gehen und viel mehr Leute zu empfangen. Dafür hat man die Sportshall mal prophylaktisch reserviert, weil wir kriegen hier 700-800 Leute ran. Und wir haben gedacht, wenn da 50-60 Unitäten auf den Marsch kommen, auf Herrenswerte 100 Jahre gewesen, da kommen so viele Leute. Und dafür hat man das einmal so geplant. Aber leider ist es der Corona der Tisch gekommen. Ihr wisst das, wir wollten aber nicht komplett ein Week Low schaffen. Und dafür haben wir gesagt, wir machen ab, mehr wie gesagt, innerhalb den Restriktionen und noch mit limitierter Spektatorszahl. Dafür schön, dass ihr da seid, und schön auch der da draußen, die noch guckt, dass der Interesse am Projekt weist. Weil das ist ganz wichtig. Projekt, und das ist nur noch ein ganz wichtiges Sache, weil wir enfin können, so so ein. Zusammen mit der SNHBM kann es ein bisschen aus dem Sack losen. Das Ganze ist ja schon ganz lange eine Planung, sondern wie 10 Jahre schafft der SNHBM zusammen mit der Gemeinde Kirlen im Projekt Helmen. Früher hat das Siegelsrich geheischt. Davon sprechen wir heute gehen. Und 2018, 2019 ist das Projekt an der Exekutionsphase. An drei Phasen nur wird bis ungefähr 2035 heute 750 und 800 Wohnungen entstehen. Das Logement fällt in den Begriff abordablen Wohnraum. Abordablen Wohnraum, den zu Lützburg angesichts von den hohen Wohnpreisen auch batter nötig ist. Leute, die auf Helmen wohnen kommen, fallen klar in den definierten Kriterien. Es werden aber auch für und allem Leute sein, die sich am meisten Marché nicht mehr mit vielen Schwierigkeiten könnten eine Wohnung leisten. Prioritär werden die Monten aus der Gemeinde Kirlen an Kirch behandelt gehen. Und es geht alles für und allem, und das ist ein Schwan, die schon vier Jahre gemerkt haben, dass es geht alles für und allem auch darum, für die junge Generation eine Zukunftsperspektive auf eine eigene Wohnung zu gehen. Wir helfen so zu evitieren, dass ganz viel von der nächsten Generation, ganz viele junge Leute von der nächsten Generation, als Gemeng an als Dörfer müssen verlassen, weil sie da, wo sie abgewachsen sind, an solche Vereine auch aktiv sind, also forsviv sind von unseren Gemengenaktivitäten, keine Chance, ihre persönliche Zukunft abzubauen. Und das ist ganz dramatisch. Und dagegen muss man ausschaffen und ankämpfen. Wir riskieren auf Plätzen einen Exodus von unseren forsviv. Und dazu ist doch am Endeffekt für soziale Sprengstoff. Und das muss man, soweit man das kann, evitieren. Der Projekt Helmen hat also die totale Unterstützung von der Gemeinde Kirlen. Die ganze Projekt entsteht auf einem Areal von rund 27 Hektar, integral auf dem Territorium von unserer Gemeinde. Das ist ein Projekt Pilot, weil es auf nationalem Plan die erste Kehr ist, dass es sich komplett neu Dorf entsteht. Ein Dorf mit einem Kehr, einer Schule mit Maison Relais, einer separaten Sportinfrastruktur, einer Maison pour tous für den sozialen Échange und so weiter. Das ist ein Lotissement, das exzellent angebaut ist und den öffentlichen Transport, wird aber intern verkehrsberuhigend ausgelöst, dass man zentrale Parkhäuser in der anderen. Für die genannte Gemeinde ist das Projekt eine immense Herausforderung. Am Ganzen werden in den nächsten 15 Jahren rund, ich runde das ein bisschen ab, um die 3000 neue Leute hier wohnen kommen. Was für eine ländliche Gemeinde eine immense Herausforderung ist und nicht zuletzt, aber auch ein Risiko ist, wegen dem atypisch sehr Wüste. Wir sind nur in der Exekutionsphase. Anfang 2022 werden die erst 100 Wohnungen bezugsfähig sein. Da kommen sehr Unitäten nach. Das heißt, wir sind relativ sehr auf 500 Leute, mit höchstgerechnet dann noch 250 Kammer. Infrastrukturell, vielleicht noch ein paar Worte, ehe ich dem Direktor, dem G-Entring, hat fortgehen. Gemeinde Kirlen baut Helmen eine neue Schule. Wir sind da soweit mit den Planungen fertig. Mit 23 Klassensäle, einer Maison Relais mit einer Kapazität von einem ganzen 450 Kammer.
gebaut gedeng nei separat Sportinfrastruktur mat Sportzahl an eventuell ongänger regionaler Piscine, das op jeden Fall muss so gedurcht. Gebaut gedeng Maison pour tous mat Brasserie a Versammlungshell am Zentrum von diesem neuen Dorf und der gesamte Invest wird gemeint Kirlen, Leitai, höchstgerechnet bei rund 60 Millionen Euro. Wer den enormen Invest ist, wir schwätzen hier von mehr oder weniger 2,5 Mal Euros Budget von dieser Gemeinde. An den letzten Jahren haben wir, dass die Nationalpolitik, der tut wahrscheinlich wie wir, nicht mitgehen, dieses Projekt als Modellprojekt hinzustellen. So Gurge auf der Chambertribüne gesagt, dass die Regierung und Projekt Helmen die Responsabilität überholt hat und so weiter. Es scheint also evident zu sein, dass die Gemeinde Kirle bei diesem Projekt eine spezielle Begleitung, sprich auch eine Unterstützung von Seite von der nationalen Politik braucht, und wir dieselbe auch erfordern. Ich will bei dieser Gelegenheit auch heute Abend auch Mengen an der aktuellen politischen Equipe ihre Viergänger. Ich große Respekt des Schwätzen, dass sie auch schon viele Jahre des Weitsicht hatten, diese ganz couragierte Projekt, weil das nicht evident ist, heute zu meinen, umzugehen. Das lohnt uns, das Projekt führen zu treiben, an richtig und laufen zu kriegen. Aber das ist, wie gesagt, ein wichtiger weiterer Schritt, wo endlich kann Klartext geschwärzt gehen, wer dann noch konkret auf der Masche kommt, wen dürft sein Interesse ummelden und zuletzt auch, wer der Preis von den Unitäten dann los ist. Das Infoversammlung, wie gesagt, ist eine Sportzahl zu Kirlen, mehr. Ich sage das schon wegen dem Covid und hat andere Konditionen. Wenn wir ursprünglich geplant hatten, ein paar hundert Leute zu empfangen, ist das eben heute Abend nicht möglich, dass das wirklich lädt. Ganz limitiert haben wir den Saal abgemacht, einer strengen Sicherheitsmesuren. Ich gebe euch dann noch bitte, wann sich dann hier bei der GFD platziert gehen. Die sitzt alles schön auseinander. Die könnt auch, wenn der sitzt, der Maske ausziehen. Aber wenn der dann aufsteht und die bewegt sich oder die GFD muss kurz vor den Tier gehen, dann gebe ich euch später die Maske rum umzutun. Wir sind noch bei uns zu empfangen, die wird Tresoren von der Eisener SPM und die wird Tresor von der Gemeinde Kirlen, die wird als Sitten auf Facebook und auch auf Apert.tv. Ein großes Merci all denen, die das heute Abend am Essen tun. Wie gesagt, danke, merci für Ihr Interesse und ich gebe dann Ludwig weitergehen und die Eindringer. Guten Abend von meiner Seite. Verteidigt, weil ich auch, wie gesagt, dem Bürgermeister vielmals merci an dem Chef und an Gemeinderat vielmals merci so an erstens für die Organisation von den Abend, wird enorm viel Leute dahinter bestellt, für das möglich zu machen und vor allem auch für die Realisation vom Projekt. Der Bürgermeister hat gesagt, dass ein einmalig Gelegenheit, es wird ein Dorf gebaut und das ist für jeden Menschen in einem Moment, also ein extra Moment. Bonsoir tout le monde, je vais faire la présentation en luxembourgeois et en français afin que tout le monde puisse comprendre ce qu'on construit ici à Helmen. Et sachez que la présentation sera aussi sur Internet à partir de demain matin. Donc, il n'y aura pas de notes de la présentation, alles ist online. Weil da Propriétaire gehen, ich meine, dass der Grund für wer da hier sieht, weil doch Propriétaire gehen zu einem abordablen Preis. So, da haben wir es. Und vor allem, wie wichtig ist Ihre Lebensqualität? Quelle ist die Importanz de votre Qualität de vie? Und sie da ob für einen anderen Urbanismus. Est-ce que vous êtes disposé à vivre un autre Urbanisme? Weil das wirklich der Schlüssel, weil so sie da eventuell zu allem trotzdem auf der falschen Platz. Was das nach SPM, also Promoteur Publik, die letzte 100 Jahre gefeiert wird, also bietet es, bezahlbare Wohnraum zu schaffen, quer durch das Land. Und wir gucken immer, dass wir den besten Preis erst können gehen. Wir verschaffen gute Materialien und probieren, wie gesagt, dann den bestmöglichen Preis zu gehen. Und es ist ein Promoteur Publik, der existiert depuis plus de 100 ans. Et notre objectif est de vous donner des logements abordables. Hier ist ein bisschen die Evolution von der SPM, die letzte Jahre nass. Die gesieht Croissance, die man an den Zöllen hinlegen, es geht nicht durch. Wir beginnen also Beitrag für so viel wie möglich Wohnungen den Leuten zur Verfügung zu stellen. Wir hatten letztes Jahr 266 Wohnungen, das Jahr probieren wir 300. Corona hat uns nicht ganz geholfen, wir werden aber da annähernd Druck kommen. Was das Dorfer von der SPM, das vom Prinzip immer dynamisch stellen, wir bauen Clé en main.
mit Ausnahme von Banne Nustrach an der Küche. Wir respektieren zu fassen, die den Edo-Logement des Ministeriums vorgibt. Der Tisch, den Familienhaus, darf nicht mehr groß wie 140 Quadratmeter gehützte Flächen. Nicht mehr, wenn Teile an dem Kader sind, sind sie subventionabel, respektiv bis zu Maximum 160 Quadratmeter, wenn den drei Kanner erschacht wird. Und dann an unsere Verkaufspreise, also immer alles dran, wie gesagt, auch die Infrastrukturkosten, die Frederaccordement, Post, Elektrisch und so viel, und den Aménagement extérieur wird aménagiert, und der Klient hat immer die Chance, seine Wohnung zu personalisieren. Heute zu allem haben wir eine ganz besonders neue Formel, die wir schon noch weiter vorstellen. Il est très important de vous dire que les logements de l'ESNHPM respectent le cadre qui est donné par le ministère du logement afin qu'elles soient subventionnables. Donc toutes les maisons ont une surface maximale de 140 mètres carrés à l'intérieur des murs extérieurs et aussi mètres carrés chauffés afin que les gens puissent donc toucher des primes et de logement qui, dans ce cadre elles-mêmes, sont très importants. Donc c'est un critère très important. Wen kann eine Wohnung kaufen? Ich meine, das ist eh von den wichtigsten Punkten. An der Bürgermeister hat du geschwärzt, wie wichtig ist das, dass die Leute, die schon hier sind oder hier nur kommen, auch können an der Gemeinde bleiben, für den Verein eine Chance zu geben, einen Term zu verlieren. Die generellen Konditionen von ESNHPM sind die, dass den Terrain immer an der Amphitheos weitergeht. ESNHPM ist der Proprietär vom Terrain. Wir verlohnen den sozusagen auf länger 90 Jahre. Wir haben auch an dem nämlichen Delay ein droit de préemption, das heißt, ihr könnt nicht eher Wohnungen um freie Marche verkaufen. An der Vergangenheit gaufen heinz da groß finanziell oder finanziell Spekulationen, man diese Wohnungen gemacht hat, groß Benefice realisiert, der das nicht mit dem Objektiv, und dafür haben wir ein droit de préemption ab länger 90 Jahre. Die, an die muss die Wohnung kaufen, für persönlich dran zu wohnen, an alle Lokationen als verboten. Les conditions générales de l'ESNHPM sont telles que le terrain est toujours mis à disposition des acquéreurs par amphithéose. Ceci signifie que l'ESNHPM est propriétaire du terrain et qu'on le loue aux acquéreurs pendant 99 ans. Et par ailleurs, les clients n'ont jamais le droit de vendre leur logement au marché privé. Parce que dans le passé, il y a certains clients qui avaient la chance de faire une énorme plus-value sur les logements étatiques, à la base, et donc cela est à éviter parce que ce n'est pas le but. Le but est de vous offrir un logement abordable aussi longtemps que vous avez besoin. 60% von unseren Clients müssen staatliche Bauprämie kriegen. Eine Bauprämie kriegt den en fonction von dem Revenu und en fonction von der Composition de Ménage. Natürlich, wenn ihr mehr Kanner habt, wenn ihr natürlich auch mehr Revenu habt, für weiter die Aiden zu kriegen. Das ist ein ganz wichtiger Kriterium, dass 60% müssen die Prime kriegen, aber maximal 40% müssen die Prime nicht kriegen. Dafür, auch wenn den Prime nicht kriegt, ist er nicht mehr eligibel. Es darf keine andere Wohnung haben. Respektiv, wenn er schon eine andere Wohnung hat, muss er sich engagieren, bis 3 Monate, nachdem er an die neue Wohnung geplündert hat, die alte zu verkaufen. Der will nicht im Moment, wo in Rappländer Proprietär sind, für 2 Wohnungen, aber die muss nicht los schon eine Wohnung verkaufen, für eine Wohnung können zu kaufen. Und dann ist es doch ganz wichtig, wir haben Plafond de Revenu. Das heißt, die Plafond, die da du gesehen, sind die maximalen Revenuen, die in der Verdingen an der Moyenne die 3 letzten Jahre, für können Beise bien zu kaufen. Ich war satt, hier steht, eine Person, die 10.000 Euro im Monat verdient, kann kein Haus am Lotissement kaufen. Die Kriterienstandards sind, dass 60% des Acquéreurs dürfen toucher des primes Aide-au-Logement. Cet Aide-au-Logement, où le critère est défini en fonction de la composition de ménage et en fonction des revenus de tous les ménages. Il ne faut pas être propriétaire ni au Luxembourg ni à l'étranger. Il y a des plafonds revenus pour définir les gens qui sont éligibles au projet. Donc vous voyez les montants, c'est à chaque fois la moyenne des 3 dernières années par ménage qui définit si vous êtes éligible à l'acquisition d'un logement ou non. Si vous dépassez ces plafonds, vous n'êtes plus éligible à un lotissement à Elmen.
Ich meine trotzdem, dass wir eine gute Mixität kriegen, weil die Plattformen relativ hoch sind. Und es wird eine Mixität kommen von Leuten, die Kriterien, die prima kriegen werden, und Leute, die nicht prima werden kriegen. Und es wird eine gute Mixität für die Karte gehen. Wir hatten in der Vergangenheit schon mal heinsto Camping-Situationen für diesen Sperren und dafür haben wir die Kriterien geändert und dafür also doch wirklich keine Urgence für ein Dossier aufzugehen. Am Jürgen Dori war raus, zusammen mit dem Ministerium des Logements definiert, wie man die Häuser eigentlich verdelen. Und es ist ganz wichtig zu sagen, dass wir eine genau strikte Prozedur haben, die wir verwehren, und wir berücksichtigen und sich die Familie mit mehr Kanner 4. Ziel vom Ministerium des Logements ist, dass die Wohnungen maximal ausgelöscht sind. Da es in der Vergangenheit vorkommt, dass wir ein Koppel oder ein Zölibatär ein Haus hat, und wir sollen aber aufhängen, mit Familie mit zwei oder drei Kanner die für dich zu berücksichtigen und dann raufzugehen. Elmen ist so groß, dass ich wirklich optimistisch bin, dass auch Koppeln in Hauswerte kriegen oder das sicher eigentlich, zumindest bei den prioritären Leuten, wie vielleicht nicht an der ersten Phase. Wenn wir bauen hier nur die genannte Summe so nicht von den Häusern, dann muss ich vielleicht am Anfang ein bisschen Geduld tun. Wir haben gesehen, dass Priorität für dich, die man zwei Kanner, E-Kant, Koppeln und zum Schluss Zölibatären. Ein Zölibatär kann auch kein E-Familienhaus an den ersten Phase kriegen. En raison d'une situation presque de camping devant les NHPM en automne l'année dernière, on a adapté les critères dans le sens qu'on donne plus priorité aux couples mariés avec deux enfants ou plus afin de remplir au maximum les logements. Et donc ici, vous voyez l'ordre de priorité, d'abord les familles avec deux enfants ou plus, ou avec un enfant, ensuite les couples et les célibataires n'auront dans une première phase pas accès à une maison. Hier ist die genauen Kriterien der Selektion von dem Dossier, wo wir einzeln werden durchgehen. Wie gesagt, alle Informationen sind im Internet. Ihr müsst nur noch ein Dossier aufgehen bis zum 14. August, 17 Uhr. Das ist egal, ob das Dossier nur gestern oder bis zum 14. August aufgeht, das kommt auf der Name nicht raus. Der Tote sind alle Dokumente, die an dem Dossier sollen sein. Wann es klifft, macht es komplett. Wir spielen ungern Puzzle, weil ihr könnt euch vorstellen, dass mehr Dossier werden rankommen. Und wir können dann nicht schiedrängen, so ein fehlt nach der und der PS. Dossier, die nicht komplett sind, gehen nicht ungeholt. Dafür ist das wichtig, Dossier müssen komplett sein. Voici tous les documents qui doivent être dans le dossier de candidature. Il est très important que le dossier soit complet. On n'a pas le temps de jongler avec toutes les pièces afin de compléter les dossiers. Et il n'y a aucune urgence pour remettre le dossier. Tout dossier est accepté jusqu'au 14 août 17 heures. Hier sind die zwei Eichblätter, die darum Internet sieht, soll rausprinten, wo die normalen Informationen draufstehen, wie das funktioniert, und dann geht er das auf. Wen als prioritär? Ich meine, von Anfang an, als man der Gemeinde Kirchen diskutiert, ging das evident bei dem finanziellen Engagement auch, wir fühlen viel mehr nach die super gute Zusammenarbeit, die wir mit den drei Bürgermeistern und den anderen Chefräten, die Jahre für drin hatten, dass Kirchener Leute und auch Kärcher Leute Priorität kriegen beim Verkauf. Es ist all die Leute, die selber haut an der Gemeinde wohnen, die an der Gemeinde schaffen, oder die Älteren oder Kanner an der Gemeinde haben, an einem von den zwei Gemeinden sind prioritär. Und da haben wir ein System von Punkten, wo ihr nur ein Beispiel könnt, wo ihr da kann rausfinden, wen, wie viele Punkte kriegt. Das heißt, wenn ihr schon 30 Jahre an der Gemeinde wohnen, meine Älteren auch, an der Schaffen und der sind ich natürlich habe ich mehr Punkte, wie wenn ich recht für ein 2 Jahre beigezusehen. Wenn da Leute Punkte gleich wären, was theoretisch absolut möglich ist, dann gucken wir die Prime de Construction am holen die Leute, die Prime de Construction, das war die Edo-Logement, die ich wieder geschwärzt habe, die durch die Hasten haben, kommen dann, sollten dann noch nach dem nämlichen Montag von der Prime kommen, gucken wir, welche Weise nach Sperm am Vielfalt angeschrieben wäre. Das ist mehr eine theoretische Abstellung für die Leute, die nutzen nach Schäden. Donc on a des critères bien définis, et donc qui est prioritaire, ce sont toutes les personnes qui ont un lien avec la commune de Kielen,
ou avec la commune de Curich, soit ils habitent la commune, soit ils travaillent dans une des deux communes, ou soit ils ont des parents ou des enfants qui habitent dans la commune. Ensuite, il y a un système de points. Donc, quelqu'un qui vit depuis 30 ans dans la commune aura plus de points que quelqu'un qui a déménagé dans la commune il y a 2 ans. En cas d'égalité de points, on regarde la prime de construction et ensuite le numéro d'inscription auprès des NHPM. Wie gesagt, wichtig ist Priorität für Kirchen und Kirche. Für die Leute, die nicht prioritär sind, das sind wahrscheinlich echt die Leute, die im Internet nur gucken, als die erste Kriterien, also all die Leute, die prioritär sind, kommen 4. Aber wenn wir all die Leute Kriterien tun, da kommen all die Leute, die nicht prioritär sind. Und da wird dann nur dem dritten Schema Priorität festgelegt, dem hat der nächste Bauprim 4 und dann so weiter, wie es da steht. Wenn Leute, die nämlich Prim de Konstruktion hätten, gucken wir auch den Dossiersnummer bei seiner Spiel. Donc voici donc les critères pour les gens qui n'habitent, qui n'ont aucun lien avec la commune. On regarde la prime de construction et donc on a un tableau qui définit l'ordre de priorité en fonction duquel on choisit le prochain client qui peut faire son choix d'un logement. Alors, zum Beispiel, un Beispiel, donc, seid ihr, wie gesagt, ein Koppel mit 2 Kanner als prioritaire, die an der Gemeinde ist, par contre, ein Koppel mit 4 Kanner, die kein Lien mit der Gemeinde hat, als nicht prioritär. Und dann, am Detail könnt ihr das dort nur lesen, wie ich gesagt habe, wenn ich mich lange wohne, kriege ich mehr Punkte. Und natürlich immer die Prioritärleute führen die nicht Prioritären. Droit d'Amphithéos. Die Wohnung, habe ich gesagt, geht an der Amphithéos und nicht vergehen. Den Terrain geht verloren und die Wohnung geht verkauft. Die muss eine Redevance annuell nach bezahlen. Für ein Appartement bezieht den 236 Euro pro Jahr. Auf ein Familienhaus 437 Euro Location und sich vom Terrain während 99 Jahren. Donc le droit d'amphithéose concerne le terrain. Le terrain vous est loué pendant 99 ans et donc le logement vous est vendu. Vous pouvez bien faire une hypothèque sur le logement, même avec une amphithéose, et vous devez payer une redevance annuelle, une location sur le foncier pour un appartement 236 euros. Et pour une maison unifamiliale, 437 euros. Was geschieht um einen von den 99 Jahren, das noch lang, mit dem Dach wird kommen? Es gibt 2 Möglichkeiten, entweder verlängert das nach Sperm 10, 20 Jahre weiter, oder das nach Sperm decidiert, die Wohnung zurückzuholen, und da bezahlen wir die Valeur vom Großövre Fermé dem Moment. Das gibt kein enorm Zum, mehr. Es geht aber ein Montant ausbezahlt und den Akquirer in dem Moment, mit dass das ein HPM, die decidiert, ob der Bau verlängert wird oder nicht. Donc, à l'expiration des 99 ans, c'est la SNHPM qui décide sur 2 options. Soit elle prolonge le bail sur 10, 20 ans de plus, ou elle décide de reprendre le logement et donc de payer la valeur du gros œuvre fermé, valeur dans 99 ans, à l'acquéreur. Kommen wir auf Elmen. Ihr wisst, wo wir sind. Wie gesagt, es geht eigentlich Ballendorf am Dorf Elmen, Ulm. Hier ist der große Plandirektor, wo ihr die 3 Dörfer drauf seht. Das kann ich noch so durchstellen, wo ich die Parkhäuser an der nächsten Phase werden an der Stärchen. Es war von Anfang an ganz wichtig, wie l'envergure vom Projekt, dass man nicht ganz normale Projekte können machen. Nicht Straßen mit vielen Häusern und Garagen an 10 Meter breit Straßen, das war nicht der Wunsch. Ich meine, der Wunsch war von Anfang an, dass man einen durablen, einen nachhaltigen Quartier bauen, eine andere Wohnform herbringen. Wir schwätzen immer von 27 Hektar. Das heißt, es war wirklich den Ulaies Qualität vom Wohnen an den Vordergrund zu setzen, etwas Ähnliches zu machen. Und es ist immer bewusst, und ich unterstreiche dadurch, dass das vielleicht nicht jedem gefällt. Dafür gibt es dann noch andere Projekte an aller Lokalitäten. Zum Beispiel, wenn ihr ganz froh mit seinem Auto ist Elmen vielleicht der falsche Quartier. Und das ist wichtig, dass all die Leute, die wollen hier kaufen, sich voll bewusst sind von der Differenz vom Quartier, weil sonst können sie einfach vielleicht unglücklich gehen am Quartier.
Donc, dès le début, la durabilité était un des maîtres mots. Il nous était très important, vu l'envergure du projet, de créer un autre urbanisme. La qualité de vie dans les rues, dans les maisons, était essentielle. On a fait beaucoup de travaux afin de trouver de bonnes solutions pour la création de ce quartier. Mais je suis honnête, il y a peut-être des gens qui ne vont pas aimer ce concept, mais ce n'est pas grave, on construit d'autres logements dans d'autres villages. Il faut que vous soyez vraiment convaincus de l'idée. Si vous êtes vraiment très amateur de votre voiture, ce n'est peut-être pas le meilleur des quartiers à habiter. Mais on donne priorité à la qualité de vie et non pas aux voitures. Wir sind oft auf Kirche gekommen, aber wir sind immer zur Straße in der Deponie gefahren, auf der Autobahn. Am Anfang war der Lach, und nur war der Kopf, und hat nicht lange gedauert. Das war wirklich der Urlaub, für was wir gesagt haben, wir wollen keine weitere Deponie mit diesem Quartier füllen. Wir haben daraus decidiert, dass kein Einwohning ein Souterrain, ein Sous-Sol kriegt. Das heißt, wir haben uns maximal und die natürliche Kurve vom Terrain angepasst. Und die Leute, die in der Gegend wohnen, haben gesehen, dass noch nicht viele Kamionen mit Boden fortgefahren sind. Das ist essentiell. Und just die Brunflaschen kriegen ein Sous-Sol. Das ist eigentlich der erste Kriterium von Nachhaltigkeit, den ich vielleicht auf den nächsten Blick nicht gesagt habe, mit dem aber schon ganz wichtig ist, weil Lützeburg schon ein Problem mit Deponien. Un des premiers critères était d'éviter l'évacuation de terre. Et donc, aucun logement aura un sous-sol, non plus les résidences. Et uniquement l'école, c'est le grand bâtiment brun, et deux autres bâtiments auront un sous-sol afin d'éviter l'évacuation de terre. Dann haben wir auch ganz viel Bassin de Rétention. Da sind wir, das Wasser wird überirdisch auflaufen, wir können kein Sous-Sol. Und das ist ein ganz Panoplie und Retentionsbecken, die am Projekt werden kommen. Donc l'eau de pluie sera évacuée en surface dans de multiples bassins de rétention. Peut-être aussi, il y a le service de la commune qui devront les entretenir. Mais bon, ça fait partie du concept. Ça donnera aussi une qualité de vie. Évidemment, des espaces verts. On cède plus de 40% de la surface en tant que domaine public. Mais wie 40% von der gesamten Fläche gehen hier nur in die Gemeinde Kirle cediert als öffentliche Fläche. Und das ist eben nur die Abteilung als drei Dörfer, wo wir gesagt haben, wo wir im Grenzstreifen da durchgehen. Und dann, ein zentraler Punkt für die Lebensqualität an den Straßen herzustellen, ist, die Autoren müssen raus. Und die Autoren gehen an Zentralparkhäuser geparkt. Ich komme am Detail hier noch dort zurück. Ihr könnt natürlich mit dem Auto bei euch rausfahren, ihr könnt aufladen. Wie wenn dir an der Straße steht, könnt Chemie mehr lernen. Und das muss ich bewusst sein, dass ein Auto muss zurück. Wenn die autonomen Autos kommen, dann könnt ihr so ein Geh parken. Da sieht ihr schon daheim. Das wird ein paar Jahre dauern. Aber kleiner Witz, wir sind eigentlich schon bereit. Wir warten auf die autonomen Autos. Ein Element clé sind donc les parkings centralisés. Ceci a été décidé afin de maximiser la qualité de vie dans les rues. Les enfants peuvent jouer dans les rues. Il n'y aura presque pas de voitures. Les voitures peuvent accéder au logement. Vous pouvez décharger votre voiture. Mais une fois que vous êtes garé dans une rue, il n'y a plus personne qui passera. Il n'y aura pas 50 logements derrière vous dans la rue, mais vous devez être conscient qu'il n'y a aucune voiture qui puisse passer si vous êtes garé devant la porte. Et donc, vous êtes obligé de mettre votre voiture dans les parkings centralisés. Wie der Bürgermeister Fido gesagt hat, es gibt ja auch andere Sachen wie den Auto. Es gibt Velos, es kann nicht zu Fuß gehen, es gibt den Bus. An dem haben wir Rechnungen drohen, haben gesehen, dass die verschiedenen Möglichkeiten, wie ich eigentlich am Karte soll, deplacieren. Und das ist die zentrale Achse, wo der Bus wird da durchfahren. Der Bus wird bei der Parkhäuser stehen bleiben. Der Tisch wird genauso weit bis auf die Busarree wie bis bei ihrem Auto. Du könntest dann mal einen Bus an den Start fahren, es wird eine neue Linie kreiert gehen, für an den Start direkt zu kommen. Und das ist mehr einfach, sich am Quartier zu deplacieren mit Velo und zu Fuß wie mit dem Auto. Il y a une axe centrale dans laquelle le bus circulera. Il y a une nouvelle ligne de bus qui sera créée afin de
relier le nouveau quartier à la ville de Luxembourg. Et donc, il est en fait plus utile d'utiliser le vélo et la marche dans le quartier pour se déplacer. Les distances ne sont aussi pas aussi loin. Dann haben wir auch verschiedene Hierarchien und Plätzen. Ich meine, die Leute begegnen sich an den Straßen, mit Leuten begegnen sich auch auf verschiedenen Plätzen. Und gehen sich per Flott Plätzen am Quartier geschafft, wo verschiedene Hierarchien. Es gibt einen Zentrumsplatz bei dem Kulturcenter, es gibt verschiedene Quartiersplätze bei den Parkingzentren. Und es gehen an den Straßen so kleine Abweitungen, wo die Kinder immer können spielen, wo die Leute sich können treffen. Wir wollen, dass die Leute sich begegnen. Und das ist ein wichtiger Punkt. Donc, il y a une certaine hiérarchie avec les places. La place centrale et ensuite différentes places de quartier près des parkings centralisés. Et aussi dans les rues, il y a de petites places où les gens peuvent se rencontrer, les enfants peuvent jouer. Donc, vous comprenez encore une fois l'objectif de la qualité de vie. Standhaut. Es sind ungefähr 375 Appartements für 375 Häuser, für 2000 Leute ungefähr. Die Zölle können nur an dem Dorf 2 und 3 nach Licht variieren, wie der Toten aus der Ausgangsposition gewischt. Erst denke ich den gesamten Plan-Direkteur. Und dann, also nicht nur ein Projekt für Wohnen, mehr als ein Projekt mixt, wie eigentlich immer gefragt wird, aber wir sind wirklich froh, dass wir hier einer Funktion in Rackreien, wenn nicht mehr wohnen. Es könnt ein Bâtiment Mix, das sieht so aus. Du könnt auf der Rez-de-Chaussee ein Supermarché, an oben drüber kommen Büroen, E-Stadt Büroen, an auf dem Stadt oben drüber kommen WG'en. Das ist immer mehr ein großes Nachfrage für Leute, die ein WG wollen haben. Und wir bauen an dem Gebäude zwei Strukturen, wo man genau Kriterien nach muss festlegen, wie die verloren gehen mit den Kollokationen. Donc, il était aussi pour nous très important de ne pas créer uniquement un quartier de logement où les gens viennent pour dormir, mais il faut de la vie dans le quartier. Et donc, on a une place centrale avec un bâtiment mix, le voici, avec au rez-de-chaussée un supermarché, au premier étage des bureaux et au dernier étage, il y a des surfaces qui seront données en colocation. Donc, il y a 6 ou 7 chambres individuelles avec un séjour à partager. Et donc, c'est une vraie colocation pour laquelle il y a aussi une certaine demande. Dono baut gemeint, wie der Bürgermeister gesagt hat, eine große Schule für all die Kinder, die werden wieder kommen, und noch vielleicht für andere Kinder aus der Gemeinde. Ich meine, eine große Schule. Es könnte auch ein Crèche dahinter, direkt neben auf der Zentrumsplatz. Und dann können die kleinen Kulturcenter, wo eine Brasserie dran kommt, da können die Saal den Leuten können lohnen. Das Gebäude wird so ausgesehen. Da kommen noch eigentlich selbst für Musikkuren. Und die LKGMC, die in Nopa, sie vom SIT, die kriegen da für ihre Theatergruppe einen Übungssaal am meisten Stück. Weil die Leute von der LKGMC waren bis jetzt am Bauch von der Bebauung, also sind hier noch mittendran. Das wichtig ist, für die Leute zu integrieren. Donc, voici donc une maison pour tous, avec au rez-de-chaussée, c'est un bâtiment qui sera construit par la commune de Kehlen, avec au rez-de-chaussée une brasserie, et ensuite, il y a la Ligue HMC à côté, qui a un groupe de théâtre, et ce groupe de théâtre va pratiquer pendant la semaine aussi dans ce bâtiment, et certaines salles pour apprendre la musique, et aussi une salle qu'on peut louer pour faire une fête, étant donné que les maisons sont limitées en surface. Donc, il y a des surfaces disponibles dans ce bâtiment que les gens peuvent donc louer. Dann kommen ein paar Bilder von einem zentralen Parkhaus. Das sieht nicht unbedingt aus wie den Bouillon oder wie der Parking von der Cervelle. Ob der gar, wir müssen uns mehr gehen, da eine Fassade drauf zu geben. Wir sind mitten am Wohnquartier. Und die sollen urbanistisch so gut wie möglich angebunden gehen. Auf diesem Bild kann doch nach hundertem Baum ein Kloterwand, zum Beispiel das ein Quartiersplatz, von dem wir nun ein Kloterwand könnt, für das man dort verschiedene Aktivitäten können. Voici donc ein Exemple d'un Parking centralisé, pour lequel on a choisi des façades, prenant en compte qu'on est dans un quartier de logement
et donc non pas à la gare de Luxembourg. Das hier ist die Fassade von einem zweiten Parkhaus et voici une Fassade d'un troisième Parkhaus. Bon, die Infrastruktur rundherum sie wichtig, mir nach mehr wichtig als ein Wohnung, für das ich überhaupt an dem Quartier kann wohnen. Wir haben decidiert, an den Gesetzen sind am Bau, sie sind bald fertig, Maison Témoin. Wir haben 9 Maison Témoin gebaut, die da hier gesitzt. Alle 5 als ein anderer Typ Haus. An den 9 Häuser sind in sich 8 verschiedene Typen gebaut gehen, die hier nur x-mal über die ganze Zeit rumkommen. Mit ganz kleinen Ausnahmen sind nicht immer nehmen die toten Häuser. Das ist klein, und wir hoffen, dass wir schon ein paar Wert können, offrieren, wenn wir Corona am Griff haben, da können da die Häuser gucken gehen, und da so, dass den Typ Haus gefällt mir am besten, und mir so nicht, wenn ihr in Wurm rum könnt. Weil das definiert, welches Haus könnt wohin, und sind en gros immer die do. Donc, lesen wir später mal diese Idee, de construire des maisons témoins, qui sont pratiquement achevées, et on espère pouvoir vous les montrer un jour avec une porte ouverte. On a donc construit 9 différents types de maisons et ces types seront repris dans tous les quartiers. Donc en somme, on construit 188 logements, 188 maisons unifamiliales qui sont tous d'un de ces types. Il y a quelques 2-3 exceptions, mais en règle générale, ce sont toujours ces types. Et donc, une fois si vous visitez les maisons, vous pouvez dire « Ah, je veux la jaune. » Où est-ce que la maison jaune revient sur le plan? Et vous dites « J'attends la construction de la maison jaune d'ici 2 ans. Bon, » vous ne pouvez pas la réserver. Il y a chaque fois toute la procédure qui est à parcourir. Mais comme ça, vous comprenez notre logique. Donc, on a défini 9 maisons qui seront reproduites X fois plus ou moins dans le logement. Die Häuser sind alle gut am Holz. Das ist eine Innovation für Lützburg, dass wir 188 Holzhäuser bauen. Mit das ist eine geniale Lebensqualität. Wenn du den Feeling wie an einem Haus hat, vom Holz, dann ist etwas anderes. Du fühlst dich sich wirklich wohl, dir sieht den Holz plafond. Und das ist, ja, das ist ein Schwert, den wir gemacht haben, als nur hartig geht. Das ist nicht mehr möglich. Wir müssen aber den Schwert gemacht, weil wir wollen, nur halte ich den bestmöglichen Quartier gründen, den wir eben wollen. Toutes ces maisons sont en bois, ce qui offre aussi une qualité de vie à l'intérieur du logement. Le bois est visible au plafond, au rez-de-chaussée, et donc c'est toute une autre atmosphère dans une maison de bois, et donc une raison pour laquelle on a décidé de construire uniquement, toutes les maisons unifamiliales sont en bois. Hier sieht man eine Fassade, wenn man am Auto da lässt, wird das die andere Seite von den Fotos von den Gebäuden. Dann haben wir auch verschiedene Typologien von Residenzen. Wir haben insgesamt 4 Typen Residenzen. Eine von 3, 5, 6, 7, also 4 Typen, 5 vielleicht auch. Dann sind immer zwischen 3 und 8 Unitäten. Und auch die Residenzen kommen x-mal über das Sitz zurück. Das ist also nicht, dass man alle Residenzen immer anders ausgehen, die Tisch, wenn das Plan hier noch sieht, wo da eigentlich en gros alte Wohnungen gesehen, was fehlt noch die von 3 Appartementen, der ist noch keiner wohnt, wo das Appartement und sich en gros alle gesehen, wie sie immer rumwerten, plus minus rumkommen. Die Residenzen sind alle gut traditionell gebaut, an haben eine Fassade en Eternit. Das hat den Vorteil, dass sie nie muss frisch umgestrahlt gehen. Und sie geht auch nicht gering, nur 3 Jahre. Donc, on a développé 4 types de résidences, aussi qui reviennent plus ou moins souvent dans le lotissement. On change parfois un peu la façade afin d'éviter toute monotonie. Mais donc, toutes les résidences ont entre 3 et 8 logements. Donc, vous les voyez, 3 étages, ce n'est pas beaucoup. Mais ça a été défini avec la commune dès le début. On crée un village, on est à la campagne et on n'est pas au centre-ville. Toutes les résidences seront construites en construction traditionnelle avec une façade en éternite qui a l'avantage que vous ne devez pas refaire la façade d'ici 5 ans ou 7 ans
et la facette ne devient pas verte non plus. Schon die Sprünge von der Nachhaltigkeit geschwärt, wir haben maximal Erfahrung gemacht von der Nachhaltigkeit, Gestion des Sollenges gesucht, Rehwasser aufheiren, viel öffentliche Fläche mit vielen Spielplätzen, kleine Strassenräume für eine Lebensqualität, wie auch an den Materialien für Teiser. Wir haben die Isolation als immer Lehmmineral. Und dann haben wir hützen Teiser und sich, nicht in sich, wir hützen Teiser mit einer Pompe à Chaleur. Und die Pompe à Chaleur, die produziert dann Wasser, die Lüftung, sie kann auch hützen zusätzlich an Haus ein bisschen kühlen. Das ist kein Klimaanlage am Haus. Wenn es dick warm ist, kann die Anlage ein bisschen kühlen. All die Häuser, wie der Heil gesagt hat, da sind wir so ein Témoin, wo die Photovoltaik, die produziert ihren eigenen Strom. Dann ist ganz wichtig, die E-Familienhäuser sind alle gut Lenos-konform. Das ist der letzte Bäuer Nachhaltigkeitszertifikat, das ist ein Primhaus. Die Ausbezüge, die ist über 20.000 Euro. Und das an der Form, eigentlich auch die größte Karte im Fall, wo die Prim wird bis nur ausbezahlt gehen. Das ist nicht mehr möglich, weil die Holzhäuser sind, mit all den Punkten, die ich nicht abgezählt habe, das ist auch Innovation. Und dann Altwohnungen sind NSAP, das heißt Nearly Zero Energy Building, das heißt, ihr braucht bald kein, nicht mehr bald nicht zu hitzen. Weil ihr hitzt mit dem Strom, mit der Pompe à Chaleur, du hast kein Gas, das ist keine fossile Energie, die hier wird verbraucht. Und die produziert jeweils den Strom, du machst wieder die Pompe à Chaleur, aber wenn es nicht durchgeht, dann könnt zum Schluss dann effektiv den Strom für das Haus zu hitzen, mit das so gut isoliert, dass da nicht viel muss hitzen. Donc, à part les éléments durables dans le quartier, on a aussi mis en œuvre des matériaux durables dans les logements. Donc, les matériaux d'isolation sont la laine minérale pour tous les logements. Ensuite, tous les logements sont équipés d'une pompe à chaleur qui produit de l'eau chaude. C'est la VMC, la ventilation mécanique contrôlée, donc un échange d'air automatique dans les logements. Cette pompe à chaleur réchauffe et rafraîchit aussi l'air en été. Il ne s'agit pas d'une climatisation, mais un certain rafraîchissement de l'air. Tous les logements auront des panneaux photovoltaïques et donc vous produisez votre propre énergie sur la toiture. Et toutes les maisons, et uniquement les maisons, seront conformes au certificat LENOS. Donc c'est la Prime House. C'est un certificat qui démontre la durabilité du logement. On parle de plus de 20 000 euros par maison. Et tous les logements respectent la classe énergétique NZEP, Nearly Zero Energy Building. On est très proche de zéro. Il ne faut presque plus chauffer le bâtiment parce qu'il est tellement bien isolé. Kommen wir zum Village Central. Das ist die erste Phase, jetzt kommt die zweite Phase und dann noch die dritte. Insgesamt hat die erste Phase 381 Wohnungen. Es sind 194 Familienhäuser und 194 Appartemente. La première phase comporte 388 Logements, 194 Maisons unifamiliales et 194 Appartements. Donc même si vous ne touchez pas un logement dans la première phase ou dans la première phase d'aujourd'hui, il y en a d'autres phases qui vont suivre rapidement derrière. Hier ist die erste Phase der Konstruktion. Das hier wird oder ist schon am Bau. Hier noch könnt die zweite Phase, mit den zwei nächsten Parkhäuser, die war am Anfang 2x100 Unitäten und dann 4x50, aber das wird dann hier noch laufend übergehen, dass der Gesicht auf eine Reihe von Stufen developiert wird. So geht es dann, dass das am Bau oder steht schon. Da fahren wir noch Westen 4 und da fahren wir Hanne Lascht, weil wir dann die Chantier maximal können aus den bestehenden Häusern, die da schon bewohnt sind, heraushalten. Weil das ist ein Chantier, das stöpft sich. Wenn wir probieren, die Leute als erstes hinzukommen, aber maximal se protégeren vom Knast. Donc voici le développement du premier village. Ceci est en construction. Ceci sera mis prochainement en construction. Et ensuite, il y a quatre phases qui vont suivre de gauche à droite.
parce que l'alimentation du chantier se fait par la droite. Et donc, on aimerait bien éviter toute cette poussière au premier venu dans le nouveau lotissement. Die Zentralpark, also so da, da wundere ich irgendwo, wo gehe ich da parken? Erster Plan, wo, ich, wo der Park geht. Das heißt, dass das prädefiniert, wer in Wohnungen an wer in Parkhäuser gehen. Das ist gerechnet, dass ein Schlüssel festgelegt wird, mit der Gemeinde, wie viele Parkingen an der Moyenne pro Familienhaus da sind, und wie viele Parkingen pro Appartement da sind, und ob der Berechnung aus dem dritten Tableau gemacht wird. Donc, voici l'attribution des emplacements de parking par rapport au logement. Donc, il est prédéfini en fonction de votre maison dans quel parking vous allez vous garer. Sachez que le premier parking près de l'école à gauche, dans la, la couleur verte, il y a aussi 117 places publiques, donc publiques, qui vont appartenir à la commune, et donc avec un système de quelques heures de gratuit, mais on veut surtout aussi éviter un park and ride, donc l'objectif n'est pas de créer un park and ride, mais on peut y garer aussi des visiteurs, peuvent garer la voiture dans le parking public. Die Grängen innen, die Parking, da sind 117 Parking-Publiken dran, die werden der Gemeinde gehören, und die kann in den Auto dann parken gehen als Visiteur, und es wird auch einer Moyen gehen, an den einer Parkhäuser für einen Visiteur umzumelden, mit automatischer Plakenerkennung, wie das geht in sich über die erste Reunion heraus. Es gibt auch andere Systeme, um faire venir die Visiteur in die anderen drei Parkings, avec un système de reconnaissance de plaques, mais sur notre site internet, vous trouvez quelques informations, mais je pense une fois qu'on va approcher la mise en service des parkings, qu'on va vous donner toutes ces explications. Mais donc, il est toujours possible pour les visiteurs de venir dans le village, mais aussi les visiteurs, il n'y a aucun emplacement en dehors des, des parkings centralisés. Auch die Visiteure müssen selbstverständlich an die Zentralparkhäuser ran. All Projekt geht un, mit einer Wand, und auch mit Unitäten. Das heute sind die ersten Unitäten, die lo an die Wand gehen. Wir sprechen von 27 Appartementen und 30 Familienhäuser. Wir wissen, das wird nicht genug. Wir wollen dann nicht der Fass nicht profitieren, muss der einfach ein zweites Fass aufwerten. In diesem Fall, es könnte noch viel Handeln tun. Donc, la première phase de vente, concerne 27 appartements répartis dans 4 résidences et 30 maisons unifamiliales. On est conscient qu'on ne peut peut-être pas répondre à toute la demande de ce nouveau village, mais dans ce cas, soyez rassurés, il y a les autres logements. Par exemple, il y a plus de 150 maisons qui vont suivre dans les 3-4 ans qui viennent. Donc, si vous n'avez pas de chance maintenant, restez attentifs aux prochaines phases de vente. Appartement, da, ich weiß nicht, wie Bilder wieder ausgesagt, das heute ist eine Residenz mit 7 Logementen, das ist ein Modell unique, den ist ganz nur bei der Zentrumsplatz, den hat 4 Appartementen mit 2, und 3 Appartementen mit 3. Voici donc une Residence. On montre, la présentation est assez complète, je vais parcourir rapidement, parce que vous aurez les documents donc, dès demain matin disponibles sur Internet. Comme ça, vous voyez tous les plans, mais je ne vais pas détailler donc toute la présentation même. Wie gesagt, dans une résidence, tu as un appartement type, zum Beispiel, da tu as 2 Kummer, 84 Meter Karre. Alle Wohnungen haben natürlich einen Balkon. Voici un autre exemple de logement à 3 chambres, 102 Meter Karre, et tous les logements disposeront donc d'un balcon. Hier ist eine Residenz für 6. Sind immer, wie gesagt, 6 bis maximal 8. Sind die meisten Appartemente sind immer 2 oder 3 Kummern, nur noch eine Residenz mit enger. Also sind da noch Plan, die können da, wie gesagt, auch roh gucken. Das hier ist eine 8er Residenz. An der 8er Residenz sind auch Appartemente mit enger Kummer. Dans les résidences de 8 Logements, il y a aussi des Appartements à une chambre à coucher. Mais la majorité des appartements sont des appartements 2 à 3 chambres à coucher. Hier ist zum Beispiel ein Appartement mit enger Kummer, die sind im Rez-de-Chaussee. Das ist noch ganz wichtig für zu erklären, dass die Residenzen nie einen Lift haben.
Aucune résidence dispose d'un ascenseur. Ceci pour la simple, raison qu'un ascenseur coûte environ 3 000 euros de frais d'entretien par an. Étant donné qu'on n'a pas de sous-sol, les gens du rez-de-chaussée n'ont aucun intérêt à avoir un ascenseur. Donc il n'y a que 4 ou maximum 6 ménages qui auraient un intérêt à cet ascenseur. Et diviser 3 000 euros par 4 ménages, ça fait 750 euros par an pour un appartement. Divisé par 12, ça fait plus de 60 euros par mois en charge pour un ascenseur dont on a rarement besoin. Das klar, dass das Leute wird aufschrecken, mit das aus dem ganz einfachen Grund gemacht gehen, weil das enorm Chargematze sprengt. Ein Lift kostet en règle générale 3000 Euro Entretien pro Jahr. Wüge das mal kein Keller haben, und die Leute vom Rez-de-Chaussee gut kein Interesse an einem Lift, bleiben also die 4 Leute oder die 6 Leute dürfen drüber, die sich die gesamte Liftkosten müssten beteiligen. 3.000 Euro geht durch 4, wird 750 Euro pro Jahr pro Appartement. Geht durch 12 Monate, als über 60 Euro, just zu wissen, dass ich einen Lift habe, wo ich vielleicht dagegen Starkheit darüber rufe. Weil Leute an Mobilität reduziert oder so sind, da sind all die Residenzen um Rez-de-Chaussee accessibel für handicapierte Leute. Und da muss man eben gucken, dass die Leute um Rez-de-Chaussee hier Wohnungen kriegen. Das ist ein ganz einfacher Grund. Wir wollen abordabel bauen, aber wir wollen nicht auch nicht das Budget für die nächsten 30 Jahre mit 60 Euro Liftfreien belasten. Und was sie dann, und das auch so, nach vier Komplätze sind, das Move, was ihr hier seht, das Open, das sind sich, die geht durch etwas Openes bis bei der Wohnung, das ist ein Dach drauf. Donc, il s'agit d'un escalier en fait en cursif, donc c'est à l'air. Et donc, mais il y a quand même une toiture dessus, donc il ne pleut pas sur ces escaliers, mais c'est à l'air frais. Donc, une fois que vous sortez de votre appartement, vous êtes dehors. Voilà, da kommen wir bei den Familienhäusern. Wir haben, wie gesagt, 9 verschiedene Typen. Die Leute haben kurz abgeführt, ich gehe noch relativ sehr dadurch. Ich kann für die Prozedere jetzt erklären, Haus Nummer T9 geht an der ersten Phase 8-mal verkauft. Zu fassen variieren auf Funktion von PHP, heißt der nicht mehr der Männer zwischen 133 und 139 Meter Karre. Das Totenhaus wird immer 4 Schlafkammern, eine Cuisine separé vom Séjour und ein einziges Spurzimmer. Hier ist zum Beispiel der Plan. Ich weiß nicht, der Meister geht noch nicht so gut. Die kommt immer, wenn der Löwe guckt, da kommt da mit einer separaten Tür an einer Art Keller, wo eine Lokaltechnik ist, das ist eine Waschmaschine, also eine Bionderie, und da kommt doch an den Garten. Das ist wichtig, dass der immer auch an den Garten kommt, weil am Garten ist noch ein Abri-Jardin. Weil der Velo irgendwo sollte innebringen. Den Abri-Jardin kann dann eigentlich der Fass wird 4,10 auf 2,5 Meter sind die groß, das sind präfabrikiert Abri de Jardin, die nicht so ausgesehen wie bei der Maison Témoin. Und dann Haus haben wir eine separate Küche, dann der Living, an der Stadt oben drüber sind einfach 4 Kummern an ein Wohnzimmer damit. Das Haus T09. Die könnt an denen Häuser auch Mauern nicht regnen. Wir haben hier noch, so wie ich später Wohnung können personalisieren, mit die Häuser do sind so fix. Wenn man an denen Quantitäten, wo man muss bauen, könnte man nicht all Wunschrechnung drohen an das der Toten. Aber die könnte trotzdem bei den drei personalisieren, wie ich am Detail an Drunenker werde erklären. Eine Erklärung über ein gemeines Haus auf Französisch. Was sie dann eine andere Typologie, c'est la maison T08. Cette maison sera construite sur les 30 premières 2 fois. Elle a 128 mètres carrés. C'est une des plus petites maisons. Elle n'a que 3 chambres à coucher. C'est le seul type qui n'a que 3 chambres à coucher. Toutes les autres typologies disposent de 4 ou même il y a une typologie avec 5 chambres à coucher. Celle-ci a une cuisine ouverte sur le séjour, une salle de bain et une salle de douche.
Hier ist der Plan von diesem Haus. Du siehst, wie gesagt, die Küche ist so halb ab. Die Küche ist sehr wert, par rapport au séjour. Au fond, vous avez la buanderie et encore une cave. Vous êtes séparés à chaque fois au rez-de-chaussée. Et à l'étage, vous disposez dans cette maison, qui est une des plus petites, de 3 chambres à coucher et d'une salle de douche et d'une salle de bain. Et donc, les aménagements des logements ne peuvent pas être adaptés. Il nous faut construire dans en grande envergure. On ne peut pas répondre à tout souci, à toute question, tout souhait d'un client. Donc, les maisons, les murs sont fixes dans cette répartition. Voilà, da kommen die anderen Häuser, T07, T06. Ich gehe sehr da durch. Wie gesagt, ihr könnt das nur auch durchgucken. Heike sieht darum, jemand fährt kommen, Salle de Bain. Alles disponibel, auch heute schon im Internet sind alle Informationen da, mit die heute Präsentation könnt ihr eben machen. Hier ist nach T03, die könnt ihr nächste Phase noch feiern. Auch feiern Schlafkummern. Hier ist ein Schlafkummer um Rätschusssee. Hier ist einfach ein Tipp, dass ein Kischen ziemlich wert. Feier Schlafkummern, wovon eng um Rätschusssee ist. Da habe ich noch Rätschusssee. Das beschreiben. Das ist der andere Tipp. Mit das ein Tipp, du kannst den. Du hast ein Kummer, hier ist der Tipp. Mal du Fehler an 3 und 2. T02, du hast Kummer, ein Kummer aus dem Rätschusssee. Das heißt, wenn eine Person nicht will, auf der nächsten Stadt gehen, um auch ein Tipp aus, wo ich schon ein Schlafkummer um Rätschusssee hat. Der sieht der Living und da geht er in einen separaten Teil, wo ihn dann ein Kummer an ein Wohnzimmer hat. Und auf dem anderen Stock, der geht da just über ein Teil vom Haus, wo ihn dann die anderen 3 Schlafkummer an ein Wohnzimmer. Der sieht das ein Mixität von verschiedenen Typen, wo wir probieren, ich maximal etwas zu freuen, für das verschiedene etwas dabei ist. Donc, il y a différents types qui prévoient différents aménagements. À vous de choisir ce que vous convient le mieux. Et donc ici, il y avait une chambre à coucher tout de suite au rez-de-chaussée. Et dann haben wir noch eine letzte Typologie, das ein bisschen ein atypisches Haus, was nicht subventionabel ist, das ist nämlich zu groß, sind 200 Meter Kare. Und das ist ein Haus, das einmal gebaut wird, was 2 verschiedene Unitäten am Haus hat. Das heißt, du kennst zum Beispiel, ich soll mal ein Independent kennt ein Büro an der Annex machen. Oder mein Boomer könnte noch durchschlafen, an einem separaten Deal. Das Haus ist wirklich an 2 gedeelt, die gesehen hat, wenn der Uwe rankommt, dann hat er den linken Deal, das ist sozusagen das Studio, mit einer Schlafkummer, mit einer Bootszimmerhandel drin. Und jetzt ist dann der Living mit der Küche. Und da geht es just auf einem Deal vom Haus nach weiter mit 3 Schlafkummer und einer Bootszimmer. Das Haus für 200 Meter Kare ist mehr groß wie das Logement subventioniert. Er wird auch just einmal gebaut und das eigentlich, für wenn ihr eine Profession liberal noch hat, könnten die du am Rätschusssee machen oder ein Boma oder so etwas. Das ist ganz wichtig, cette maison doit être vendue à une famille et ne peut, l'annexe ne peut jamais être sous-louée. Parce qu'il s'agit d'une maison unifamiliale et donc pas d'une maison bifamiliale. Donc de toute façon, la location n'est jamais autorisée, mais c'est pour une famille, c'est une maison unifamiliale avec en fait un petit logement à part. Il y a aussi peut-être des adolescents qui seront un jour contents, parce qu'on peut rentrer séparément dans cette partie du logement. Voilà, der Häuser kommen aber im ganzen ersten Projekt, juste, je m'en feier, mais das einfach juste für beste Mixität dran zu bringen. Wie kann ich mein Wohnung personalisieren? Comment les gens, les acquéreurs peuvent personnaliser leur logement? Les NHBM vend toujours les logements au début de la construction et vous permet de personnaliser votre logement. À Elmen, on a développé un nouveau concept qu'on veut donc vous présenter dans une petite vidéo. Almen ist und sich, wir gehen da neu wehr, und wir gehen in einer Moyen für eine Wohnung zu personalisieren. Merci.
für die Wohnungspersonal. Das ist wichtig. Als Wohnungen ging ich immer am Anfang von der Konstruktion verkaufen, dass nicht wir, die dezidieren, ob ein Gring, Giel, Blue, Wurzimmer wollt, wie dir, der dezidieren. Dann habe ich mal ein ganz neues Konzept entwickelt, wo mir verschiedene Pakete, Packages, Optionen ging. Dann schluss ich nur das Video gucken, den das am besten erklärt. Ihr seht es schon an eurem neuen Dörf Elmen. Und das ist ein Wohnung, der bei euch passt. Wie personalisiert ihr das dann am besten? Wir invitieren euch, auf den Internetseite elmen.lu zu gehen, wo wir euch ein personalisiert Auswahl speziell für Elmen proposieren. Sieh dich ein Wohnung heraus, die euch gefällt. Das ist ein Appartement. Oder ist ein Haus. An alle Fälle fand ihr drei verschiedene Ambiancen. Und zwar, die Ambiance Start, die ist erlaubt, ein Auswahl von Materialien und Farben zu machen, ohne den Verkaufspreis von eurer Wohnung zu beeinflussen. Die Ambiance Plus, mit mehr einem grossen Schwamm. Ein Vorfisspreis Ambiance Plus geht angewandt und lässt dich von der ganzen Gamme von Materialien profitieren. Die Ambiance Trend, mit der Auswahl von einer Unmasse Modelle und Farben. Die komplette Gamme mit einem Vorfisspreis. Ambiance Trend. Ein zusätzliches Supplement in Funktion von eurem Schwan. Passt hier auf eure Budget ab. Entdeckt eure personalisierte Schwan. Wie die Bodenbeleuchtung, die Bandenstieren, die Sanitär, die elektrische Prisen, eventuell noch Optionen für die Bausen. Das aber nicht mehr bei E-Familienhäusern. Das sieht die Stadt raus, was bei euch passt. Lädt eure Lieblingsambiance auf elmen.lu auf. Da kriegt ihr beim Rendezvous mit eurem Klientsberater eure Broschüre, die bei eurer persönlichen Schwach und bei eurer Wohnung passt. Probiert das schon Materialien rauszusichern. Nur mit der Schreibe vom Akt beim Notar könnt ihr zusammen mit eurem technischen Gestionär Broschüre komplettieren, für dann das Bestellungen zu machen. Bodenbeleuchtung, die Bandenstieren, die Sanitär, die elektrische Prisen, die Optionen für die Bausen, jedem Schwach von den Farben an den Modellen, die dir herausgesicht hat. Es wird noch gesagt, dass ein Ausstrach an Küchen nie am Preis mit dran sind. Profitiert von einem personalisierten Schwach. Sieht eine leichte Ambiance raus, die bei euch passt, und baut euch so eher neu zu heben. Voilà, das sind die drei Ambiancen, die es wird gehen. Die zwei Personen, die ich nur empfand werden können, sind die zwei Madamen hier, Jessica Gaspar und Carmen Sousa. Sie werden die Wand von den Logementen zu allem machen. Das sind die auch am Film dran werden. es sind drei verschiedene Möglichkeiten, Ambiancen auf Funktion vom Budget. Der Start als der Fiss am Preis mit dran. Da er dann den Plus hält, bezahlt er eh Forfait mehr und dann hat er x Möglichkeiten für wie ein Großplätzchen, vielleicht ein Park gehen und so weiter rauszusichern oder deren Sanitär einer Sache. Aber wenn der an den Trend geht, dann muss der für dich den Ticket d'Entrée sozusagen bezahlen und da könnt ihr alles einzeln rauspicken gehen. Das ist für euch, gibt mehr Möglichkeiten, aber da muss er wirklich aufpassen auf das Budget, weil dann steht immer genau pro Haus definiert, was das kostet und dann rechnet der PDF, wie steht automatisch für, was das dir da kostet. Das ist alles online, das ist ein neues System, das wir gehen und wir hoffen, dass ihr das richtig von Ihnen könnt zusammenstellen. Donc voici donc les trois ambiances. Au résumé, l'ambiance start est toujours comprise dans le prix de vente. Ensuite, l'option plus, il faut payer un forfait unique et ensuite vous pouvez choisir par exemple un carrelage plus grand, d'autres appareils sanitaires et ensuite le trend, vous devez payer un ticket d'entrée. Et ensuite, vous pouvez vraiment choisir en fonction de chaque option ce qui vous convient le mieux. Et ensuite, il y a un prix prédéfini, déterminé déjà dans la brochure, qui vous aide à calculer les options en plus, afin que vous soyez rassuré au budget, pour le budget de votre logement. Donc, vous devez faire vos choix dans le cadre de ces ambiances, et vous n'avez pas besoin d'aller chez d'autres sociétés. Les choix doivent être faits dans ce cadre. Natürlich, all die Schwaben, die ihr könnt machen, die man dabei ist, wir weisen sich die Sache, Musterhäuser
haben die verschiedenen Ambiancen nur schon angebaut. Da könnt ihr das alles gucken, was ist denn der Unterschied zwischen Start und Trend. Und der Schwan just an dem Kader. Den muss ich in den Kader halten. Die könnt nicht nach beieinander plättischer leer gehen. Also ich hätte noch gerne dekariert plättchen. Das geht an diesem Fall nicht. Wir müssen es wirklich mehr gehen, ein komplett Gamm zu gehen, für auch möglichst viele gute Optionen zu liefern. Voilà. Verkaufspreise, die ich die seit gestern mit im Internet sehe, das billigste Haus kostet 486.000 Euro bis 599.000 Euro. Das sind Prix de Vente subventionné. Das heißt, das sind für die Leute, die die staatliche Bauprim kriegen. Staatliche Bauprim ist an der Hollerischer Straße an der Stadt, der traut dabei. Da sind die dran, die so nicht, ob da in Funktion von ihrem Revenu ein staatliche Prim kriegt, ja oder nein. Wenn da kein Prim ging kriegen, an pour appel maximal 40% von den Leuten dürfen kein Prim kriegen, dann ist ein Haus, sage und schreibe, bei 125.000 Euro Medaille. Für was den enormen Montant? Den enormen Montant könnt du hier, dass das Ministère du Logement die Wohnungen subventioniert, wo sie die Kader legal vorgehen, an die Leute, die ein staatliches Prim kriegen, kriegen dann ein Hölf vom Ministère du Logement über diesen Sperm von knapp 125.000 Euro. Der Monto ist der nämlichste für alle Haus. An dem Monto ist nicht negligibel. Das ist ganz wichtig, dass dein Prim kriegt, mit das Kriegkrieg der Exklusion, dass dein Prim kriegt. Donc, j'ai expliqué les prix de vente subventionnés aussi pour les appartements. L'appartement le moins cher coûte 274 000 euros. Au plus cher, 448 000 euros. Le prix moyen subventionné au mètre carré est d'environ 3 875 euros. Il y a le parking, le droit de stationnement qui est inclus dans ce prix. Donc, à ce prix, il n'y a plus rien qui se rajoute. Il n'y a donc aucun emplacement en plus à acquérir. Je reviens sur ce point par après. Auch von den Häusern, der Parking, sozusagen, ist immer am Preis mit dran. Je erkläre das Herrn Onenka. La différence entre le prix de vente subventionné et non subventionné pour les appartements est d'un montant de 80 000 euros. Donc, si vous touchez une prime aide au logement, il y a le service aide au logement dans la rue de Hollerich à Luxembourg qui vous dit si vous touchez une prime ou non. Si vous en touchez une, le prix de l'appartement est donc le prix inférieur. Par contre, si vous ne touchez pas une prime d'aide au logement, le prix d'un appartement augmente de 80 000 euros. Et donc, cette aide à la construction d'ensemble, c'est en fait un subside qui est donné par le ministère du logement, qui donc subventionne les logements abordables. Et pour rappel, 60% des gens doivent toucher une telle prime et au maximum 40% ne doivent pas toucher une telle prime. Das nach Sperrmut décidé hat, ein Prime, premier Acquéreur zu gehen, für die erst 100 Wohnungen, die wir verkaufen. Die erst 100 Wohnungen, das sind ungefähr 55 Häuser und 45 Appartementen, du hast den Verkaufspreis 7.500 Euro mehr billig für ein Haus als 6.000 Euro für ein Appartement. Die sind auf den Preis von der Seite für drin schon aufgezündet. Und dann kommen nach Prim Ökologiken, die sind nach nicht auf der einen Seite aufgezogen wird. Die kommen bei den Häusern dabei von ob manst, das kann auch vielleicht ein bisschen mehr gehen, wie ob manst 26.000 Euro 100 für ein Familienhaus, weil die Häuser lehnungskonform sind. Der Tisch, die Häuser kriegen die Prim Haus, das ist ein Montag von über 20.000 Euro, und die kriegen die Häuser alle gut, denn. Und die Appartemente kriegen du just 1750 Euro Prim, weil die eben nicht lehnungskonform sind. Donc, par rapport au prix présenté au slide précédent, il y a une prime premier acquéreur déjà déduite pour les 100 premiers logements. Pour les maisons, c'est 7500 et pour les appartements, 6000 euros. Et une prime qui n'est pas encore déduite du slide avant. Pour les maisons, il y a 26 100 euros à déduire au moins en plus. Au moins en plus. Parce qu'il y a cette prime Lenos, la prime house, qui est accordée à ces maisons. Donc ces primes vous sont uniquement accordées après l'emménagement, même peut-être 2 ans plus tard, parce qu'il faut que nous en fassions toutes les paperasses pour que vous ayez ces primes. Donc vous devez les préfinancer
mais vous les aurez à la fin du compte. Ein juste Beispiel für ein ganz erklären, wie das gerechnet wird, man prix de vente subventionné, so man Haus kascht 1003 700.000 Euro, das ist viel zu ein. Das mehr in deinem Projekt, wie das in der Sperm so baut, mit bringt auch eine andere Lebensqualität mit. Und auch dafür wird dem Ministerium des Logements mehr Hölle vergehen, für der Lebensqualität Rechnung zu holen. Donc les prix sont plus élevés que par rapport à notre projet, mais le ministère du logement subventionne donc davantage la qualité de vie que vous aurez dans ce nouveau quartier. Das ist ein Haus kostet 700 000, dann hat alle Acquéreurs Recht auf 50.000 Euro TVA-Reduktion. Und dann, das ist sozusagen 3% kostet nach 650, da geht die Premier Acquéreur auf. Und dann den die staatliche Bauprämie kriegt, ihn nach die 124.000 drauf, und das möchte dann den Unterschied von 500 durchziehen auf 643. Und dann zum Schluss nach die Prime Ökologik, die dann auch nach oben geht. Den droit de stationnement, die hat ein Hauskauf, und die hat sozusagen ein Parkrecht. Wenn dir nur zwei Autos hat an einem Haus, dann so dir schon zwei Autos, und der kriegt dir zwei Badgen oder zwei Koden, für an mit zwei verschiedenen Autos an ein Parkhaus parken zu gehen. Und ihr müsst dann pro Auto, den der real hat, nach einem Frais-d'Entretien partizipieren von ungefähr 45 Euro pro Monat pro Auto. Das heißt, da könnt ihr irgendwo am Parking parken, die hat keinen fixen Parkplatz, mit den nächsten, in der nächsten Stargast kannst du parken. Die Parkgänge kriegen verschiedene Farben, für euch zu helfen, wo der ich rumfahre. Das ist auch gut für zu trainieren, wo steht mein Auto. Verschiedene Karten an der Stadt haben auch kein Garage. Und da ist es ganz normal, dass mein Auto auf der Straße steht. Hier steht eben just an einem Sammelparking. Also, die hat zwei Autos, da kriegt er zwei Aktien in den Parking. Und die muss zweimal 40 bis 45 Euro frei d'entretien pro Monat für ein Auto zahlen. Kriegt eh von ihre Kanner ein dritten Auto, da fordert ein dritten Auto un. An Ischnecker geht Kanderem aus nämlich duheim, da sieht er ob zwei, Ischnecker braucht dann ein Schuss für ein Auto, da sieht er noch ob ein. Der Tisch, der steuert ihre Besoin auf Funktion von ihren Besoin. An das Appartement, das nein, er kauft ein Zelibatär ein Appartement, der hat ein Auto, dann hat er vielleicht eine Freundin, da könnt ihr eine Zeit auf Besuch, dann hat er eine Zeit keine Freundin. An Bord, ihr wisst, wie das Spiel da geht. Der Tisch, ja, der hat genug Parkmöglichkeiten an den Parkhäuser, an der bezahlt auf Funktion von einem realen Auto, die der hat die Frais d'entretien. Je fais cette explication aussi encore une fois en français. Donc, avec le logement, vous avez donc un certain droit au stationnement. Imaginons que vous êtes un couple avec deux enfants et vous avez deux voitures. Donc vous obtenez deux accès au parking centralisé et vous devez payer des frais d'entretien pour chaque emplacement d'environ 40 à 45 euros par emplacement par mois. Si votre enfant, à l'âge de 10 ans, vous décidez de lui acheter une voiture, vous aurez besoin d'un troisième accès que vous recevez. Le jour que l'enfant va déménager, vous n'avez plus besoin que de deux emplacements et ensuite ça change. Dans une maison à côté, il y a par exemple une famille monoparentale, donc il n'y a de toute façon qu'un besoin d'un emplacement. Ou dans un appartement, il y a un célibataire qui achète, il a une voiture, un jour il a une copine, il a une deuxième voiture, un autre jour il n'y a plus de copine ou il n'y a plus de célibataire. Et donc, vous aurez autant de droits de stationnement que vous avez de voitures. Mais vous n'avez évidemment pas le droit d'en avoir 5 ou 6. Ce n'est pas un parking d'Oldtimer. Donc, en fonction de vos besoins, de vos voitures, vous recevez les droits de stationnement. Wenn ihr Fragen habt oder zu gut, dann könnt ihr die stellen. Das ist ein Punkt, wo ich wollte, immer logat, erst im Kabarett. Wir können weiter. Wenn das Wohnung nicht mehr wollt, für irgendeinen Grund, dann erkläre mir ich nur, wie man die zurückkaufen. Nach einem gesagt, ihr müsst am Haus wohnen, ihr dürft nicht einstehen lassen, ihr dürft nicht verlohnen, ihr könnt vielleicht den Tag, wo ihr nicht mehr wollt, wohnen.
Da muss da eins Bescheid sein und da kaufen wir die Wohnung zurück. Et das ist keine Option, dass er so ein Marché verkauft. Der steht am Not, der sagt, keine Chance. Die erste, die bezahlt zum Beispiel 400 Mill für ein Haus, oder 500 Mill für ein Haus. Die ersten 3 Jahre bleibt der Preis fix. An nur 3 Jahren wird der Preis und der Bauindex angepasst, an 1% Amortissement fort. Denn ein Dies geht ungefähr 1-2,5% an Blut, und dann 1% Amortissement pro Jahr fort. Der Tisch, der kriegt nie Manner, ob man es die 80 echt Jahren, nie Manner so ein Rimm wieder effektiv ausgehen wird. Der Tisch, der verleiht kein Geld, wenn dabei sein Wohnung kauft, mit dir gewandt auch kein Geld, wie viel drin, der holt nicht den Lift, wie wenn du einen privaten Marché kauft und die Preise explodieren, die profitiert nicht von dem Spekulationslift. Das ist klar ein No-Deal, wie das eben so. Donc le jour où vous n'avez plus besoin, pour n'importe quelle raison, de votre logement, et je répète qu'il faut l'habiter soi-même et ne pas le donner en location, nous on le rachète, le prix de rachat est prédéfini, ensuite c'est un tableau Excel, disons que votre appartement a coûté 300 000 euros, pendant 3 ans, le prix reste fixe à 300 000 euros, ensuite le prix est indexé par rapport à l'indice de la construction, il y a une déduction de 1% d'amortissement par an. Donc vous ne risquez pas de perdre de l'argent, au moins pendant les 80 premières années, on vous rembourse au moins autant que vous avez payé, mais vous, évidemment, vous ne bénéficiez pas d'un gain spéculatif, aussi de l'ascenseur financier, en fait, dont vous pouvez profiter sur le marché privé. Da gibt es die zweite Möglichkeit der DC, ob länger 90 Jahre als auch da leider die Wahrscheinlichkeit groß, dass das wird antreten. Wenn ihr von den Heritier am Haus bleibt oder drauf wohnen geht, kein Problem, könnt ihr allein direkt vererben. Wenn kein von den Heritier direkt will an die Wohnung drauf gehen, dann will man sie zurückkaufen. In Fall der DC, donc, en ligne directe, si, il nous faut qu'un héritier reste dans le logement ou il revient dans le logement. Donc, en cas d'un décès des parents, si l'enfant avait déjà déménagé, mais souhaite revenir, c'est possible. Donc, on peut l'hériter en ligne directe, pas de souci. S'il n'y a pas d'héritier direct qui est intéressé à habiter le logement, on aimerait bien le racheter. Pour date, nous sommes sur le chantier, 2012, mais c'est le 8 juillet 2020. Vous allez un dossier ragi bis le 14 August, quand le projet est intéressé. Et dann, die nächste phase de vente wird Anfang 2021 kommen. Die wird man nicht genau wissen, wenn ich mehr. Da kommen bestimmt die nächsten 50, 60 Unitäten auf den Marché. Und dann wird man voraussichtlich Anfang 2022 die erst schlüsseln und Leid rausgehen. Wir sind uns bewusst, dass es am Anfang ein Dorf ist, wo die ersten Wohnungen da kommen. Und wir werden maximal gucken, die Leute zu protegieren vom Chantier Hannendrun. Donc voici les dates. La date butoir, c'est le 14 août. Remettez votre dossier jusqu'au 14 août. Il n'y a pas d'urgence. Le dernier jour est aussi bien que demain. Et la prochaine phase de vente donc sera lancée début 21. Donc, tous les dossiers que vous remettez maintenant ne sont valables que pour maintenant. Parce qu'il se peut que d'ici début 21, vous aurez 1 ou 2 enfants en plus et ça change la priorité. Et sachez qu'un certificat de grossesse, c'est comme un enfant déjà. Donc, si vous voulez augmenter vos chances, vous savez ce qu'il y a à faire. Les premiers clients seront donc recevront les clés au printemps 22. Si vous êtes intéressé, vous avez 3 moyens de déposer le dossier, soit par email, soit par courrier postal. En cas de perte de votre dossier par la poste,
en assyrien, ou un moyen plus sûr, c'est remise en main propre à notre siège. Donc, ne nous dites pas que vous l'avez envoyé par poste. Si on ne l'a pas reçu, on est désolé. Voilà. Merci für die Präsentation. Wir haben die Möglichkeit, dass du eine Frage stellst. Du hast ein Mikro. Wenn eine Frage hat, kann eine Frage in der Stelle gehen. In Omaner, am Respekt von der Distanz, das ist kein Problem. Donc, si y a quelqu'un qui a une question, vous êtes invité à vous rendre auprès du micro, en gardant bien les distances, et donc toutes les questions sont bienvenues. Also alles so klar. Den Herr, ja. Dann ist es weil so soll es auch über den Internet nicht zu suivieren. Wenn noch nach vielleicht einen anderen Frage, da kann er noch schon in die Richtung gehen, dann verlieren wir mal Zeit. Aus dem Niveau von den Parkingplätzen. Komm ich nach raus? Da? Ja, ja, ja. Die erste Frage aus dem Niveau von den Parkingplätzen. Ich meine, dort die Menge Schlüssel definiert, wenn ich das richtig verstehen will. Wie viele Parkplätze sind für die ganze Zeit vorgesehen? Der Schlüssel vom Kalkül war 2 Parkplätze pro E-Familienhaus, 1,5 Parkplätze pro Appartement für die Wand. An einem Parkplatz für ein Appartement, wenn es an die Lokation geht. Und darüber raus 0,3 Parkplätze pro Unität an den Publik. Das heißt, das sind 117 Parkings im Publik, 2 pro Haus, 1,5 pro Appartement für die Wand und 1 pro Appartement für die Lokation. An der Moyenne. Für 750 steht an 3000 Abonnenten. Nein, nein. Für 381 steht, das ist just fast 1. Phasen 2 und 3 kriegen hier separat Parkhäuser. Okay. Also, das sind Moyennen, just für das erste. Okay, da geht Rechnung um. Ja. Und dann würde ich noch froh mit den Fassaden. Die Appartementshäuser, die haben eine Fassade aus Eternit, eigentlich hat er gesagt, die kein Fleisch, kein Entretien verlangt. Und die Familienhäuser sind aus Holz. Anhaus. Putz. Creepy. Eiersen. Mit denen hält wahrscheinlich nicht 60 Jahre, kann ich mir vorstellen. Das ein Holzfassade, die sind die Holzer, die da gesehen, die evoluieren mit der Zeit. Mehr Holz bleibt immer Holz. An den Creepy, also ein traditionelles Fassade, weil die ganz viel gesagt, wo in der Funktion von dem Begeben rundherum hält sie mehr der Mann allein. Sie hält uns sich lang. Wie es ästhetisch changiert. Fährt dann doch nicht, dass über die Jahre raus einfach irgendwann das ein bisschen an desolaten Zustand kommt, weil die Leute sich einfach so in Sinne bereit zu investieren oder gibt es eine Obligation, noch so viele Jahre das frisch zu machen? Also, das noch Sperrmut bis jetzt, ich meine, 99% von ihren Häusern haben eine creepy Fassade gemacht. Ein normaler, traditioneller Bootsfassade, dass dem Klient in der Lüt, was er mit seiner Fassade möchte. Ich meine, die ganz große Majorität von den Fassaden zu Lützburg ist das tut, denn das ist auch ganz klar, dass um Prix d'Acquisition ein Holzfassade mehr da ist wie ein Krebisfassade. Und dass dann noch den Eternit das Nachmittag an diese Kalküle. Das heißt, wir haben die dort schon getroffen. Das ist ein Mixidee, doch das ist wichtig, dass kein Monotonie am Quartier kommt. Und du meinst einfach ein Mix von 3 verschiedenen Fassadenmaterialien getroffen, wo all Fassadentyp sein 4 an sein Nudel wird. Und wurde schon Projektionen gemacht auf dem Niveau von der Charge. Bon, Parking aus Klo 40 bis 45 Euro pro Auto pro Monat. Aber für die Wohnunitäten wurde da schon irgendwie Projektionen. Das bleibt sich alles. Ich meine, dass die Häuser, wie gesagt, ganz nur bei Null-Energie-Häuser sind und nicht viel Hützwerte brauchen, die sind ganz gut isoliert. Weil die Leute natürlich Wasser konsumieren, können wir natürlich gut nicht sagen. Natürlich geht ein Schuss über den Strom, was sie konsumieren für das Haus zu hützen und Ventilation.
Du hast dir bewichtig, dass die Photovoltaik um daraus, wo ich teilweise meinen Strom selber produzieren, und dann hängt doch ganz viel davon auf, wie viel Warmwasser gebrauchen sie und wie warm wollen sie da wohnen. Weil die Häuser sind ganz energieeffizient, wo nicht mehr viel mehr dran ist. Und die Residenz natürlich auch. Das ist alles, das ist der aktuellste Energiestandard, der gefroren ist, den Nearly Zero Energy Building. Und die Leute, die mussten wirklich viel zu hetzen. Per Rapport zu Häusern von 4, 5, 6, 10 Jahren wird das nicht mehr mit ihnen zu dienen. Das ist ganz nur bei Null. Das ist nicht Null, das ist nur bei Null. Und dann hängt natürlich auch davon ab, wie die Leute eben, wie warm sie müssen haben und wie oft sie warm duschen. Okay. Und vielleicht ein letztes Wort von der Lehrer. Die ganze Verkehrsproblematik, okay, die proposiert, dass Leute sich mit Velo zu Fuß innerhalb vom Ring da zirkulieren, da kann ich mir ganz gut vorstellen, dass ein spezielles Buslinie, wenn ich verstehe, die an die Stadt geht, mit das ja aber relativ viel Verkehr an dem Eck hat. Und von 750 Wohnungen da noch, das sind viele Autos, das sind auch manchmal 1500 Autos. Von da ist vielleicht sehr kein so, die knurrt den Auto schon durch. Wie aus Fährgesinn für den zu lesen. Also, das ist nachher mal so promot, Publik, den als Mission nicht Wohnungen zu bauen. Wir haben natürlich hier geguckt, wie soll der Trafik evoluieren an der Kreuzweg wird umgebaut gehen, dass du in einer Flüge von den Dreiecken wird funktionieren. Ich meine, die Gemeinde hat verschiedene Forderungen gestellt und Regierung. Das klar, dass wir Wohnungen bauen und dass dadurch Leute dabei kommen. Mit kommen auch vielleicht Leute dahin, die sowieso im Moment dadurch zirkulieren. Die vielleicht von Stängen vor da kommen. Also wenn ich uns sicher so, natürlich kommen durch neue Wohnungen vielleicht auch neue Trafik. Wir haben sicher nicht, wir lesen nicht das Problem vom Trafik hier in der Gegend. Wir haben das maximal gemacht, was wir können, für eine Karte nachhaltig zu developieren, für die Leute maximal zu incitieren, mit Velo, mit Bus zu fahren. Und dann noch, ob einem Geostrasse, ich meine, dazu kann ich noch nichts tun. Das geht auch absolut über diese Perimeter raus. Wir werden direkt rund um den Perimeter, es geht, wie gesagt, der Kreuz wie umgebaut, für das maximal fluid dort zu halten. Für mich sind die zwei Problematiken, zwei indissociable, das eine ist der Wohnungsbau und was ihr da wollt machen. Also, ich approve das Ziel davon, aber ich habe immer ein bisschen die Impression hier zu Lützburg. Wir machen etwas, wir wissen, wenn wir das Projekt aufhängen, es könnte nur knüpfen im Verkehrsrecht. Wir bauen. Also ich meine, wie gesagt, wir sind Promoteur Publik, wir haben eine Mission für Wohnungen zu machen. Wir haben hier ein neues Dorf developiert mit maximalen Elementen von Nachhaltigkeit. Und ja, das letzte Mal Trafiksproblem haben wir an diesem Projekt sicher nicht gelöst. Okay, so nicht, merci. Gern geschieht. Ja, guten Abend, alle Guten. Ich will euch dann mal direkt felicitieren von uns aus für den formidablen Projekt mit den vielen guten Ideen, die damit angeschafft sind. Meine Frage geht an dieselbe Richtung wie logistisch war, in Richtung Verkehr. Ein Punkt, dass wir den mit den Sammelgaragen, dass wir die Leute dazu bringen, für eventuell lieber den Bus zu haben oder ihren eigenen Auto. Und du hast ja dann den Schlüssel, dass alle Familien oder alle Häuser dann ein Recht für zwei so Aktien zu kriegen wie an dem Parkingsgebäude. Meine Frage soll die heiten, als das obligatorisch muss in so eine Aktie kaufen oder als das freigestellt, also du mich, dass du ein Haus hast und du keinen Stellplatz brauchst, keinen zu bezahlen. Ja, du musst just die Frei d'Entretien bezahlen, wenn du ein Auto hast. Das heißt, wenn du kein Auto hast, musst du nicht bezahlen. Okay, also hier ist wirklich der Parking nicht gebunden und Haus. Nein. Das ist wie gesagt, wenn Leute da sind, die kein Auto haben, werde ich noch vergessen zu sagen, am Parking zentralisé, als Ugedürt beim RCL, dass auch Sharing-Autos dahinter kommen. Das ist, und hat die Diskussion mit dem Automobilclub de Luxembourg,
qui vont éventuellement installer des voitures de sharing dans le parking centralisé. Donc moi, ayant deux enfants, si j'imagine maintenant qu'un des deux ou les deux enfants auront 18 ans, avec ma femme j'ai deux voitures, je n'ai pas d'obligation d'acheter une troisième voiture. Parce que si le jour où j'ai vraiment besoin de trois voitures, mes enfants peuvent aussi aller prêter une dans le parking centralisé. Donc c'est une idée qui est en élaboration, j'espère qu'elle peut aboutir. Et donc il y a même des voitures de location sur le site pour des pics dans une famille. Et donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup de familles qui auront besoin de trois voitures. Donc vous aurez deux et le jour où vous en avez besoin, vous avez l'occasion d'aller louer une pour une heure, deux heures, un week-end. Donc c'est vraiment ça, c'est une évolution en fait de nos réflexions qu'on veut mettre en place. Und dann, nach Daniel, der tout le monde a nicht gesagt, das auch ungedeutet als ein Sharing Point bei den Supermärkten, das soll integriert gehen. Der Sharing Point, du kannst verschiedene Sachen auslehnen gehen. Wie zum Beispiel ein Bear Bank, wie zum Beispiel eine Bohrmaschine, wie zum Beispiel ein Grill, wie zum Beispiel ein Leder. Alles das, was da einmal an drei Jahren auf eine Führer braucht. Donc, on a la discussion avec un investisseur, une personne privée, qui veut mettre à disposition du village un point d'échange ou de sharing. Donc vous pouvez louer à courte durée certains éléments, comme par exemple une perceuse, une échelle, un banc pour fêter quelque chose au jardin après la période Covid, ou je ne sais pas, une tondeuse, ou d'autres choses dont vous n'avez presque jamais besoin, et des choses qui prennent beaucoup de place que vous n'avez pas dans votre maison. Et donc c'est une autre idée d'échange qu'on veut mettre en place dans ce quartier. Je m'en nomme all die Elemente. Hört nach Ihnen eine andere Frage. Oder eine Überlegung. Wir bauen ein Dorf. Wie eine Idee, oder? Was geht da jetzt mal auf den Weg? Das ist einmal am Leben. Das kann nie mehr rum. Der Innenminister wollte kein Neid dürfen, weil sie sonst von 1800 schon Chemie gemacht haben. Sie wussten nicht mehr, wie das ging gehen. Dafür geht der Teil von Ulm. Sonst wäre der Neid dürfen. Ich hätte noch gerne noch eine Frage bezüglich Iskander, die sind hier in Kehlen abgewiesen und die dort noch gerne hier bleiben. Aber nach euren Ausführungen, die Wahrscheinlichkeit, dass weil Junglet die Möglichkeit haben, auch etwas zu kaufen, der ist doch dann eher gering. Nein. Noch nicht verheiratet sind, kein Kannerhund, müsste dann auch Sinn, ein Dossier anzureichen? Ja. Also, den Herr Fried, ob die Chance von jungen Leuten von Kirlen hier Sinn machen? Absolut. Also, das absolute Wunsch. Ein Zölibatär kriegt ein Appartement von drei Kummern. Du kannst am Anfang Stoppel spielen. Also, das ist eigentlich schon groß genug. Das wirklich, es lohnt sich, ein Dossier aufzugehen. Natürlich, vielleicht nicht an der ersten Phase, weil wir nur just 27 Appartemente haben. Pardon. Wir haben nicht gemeint, kommen die nächsten Appartemente. Und wenn es prioritär ist, da können die sicher tun. Vielleicht nicht nur, wir haben nicht gemeint. Wir natürlich möchten es für junge Leute probieren, hier eine Wohnung zu kriegen. Drei Kummern, manchmal müssen wir durchgehen. Wenn ihr dann später eine Familie hat, okay, dann muss ich verkaufen, vielleicht kriegt ihr dann ein Haus an Platz. Wie sicher möchte das sein? Und wir hatten schon ein Projekt mit der Gemeinde Kirlen hier am Angang von Kirlen, wo wir die zwei Residenzen gebaut haben, wo ganz viele Kirlener Leute, junge Leute, reingekommen sind. Aber was eigentlich an unserem Bildchen Interesse war, für die Gemeinde abseits zu machen. Ja, es möchte sein. Und da vielleicht noch die Frage, die Einkommensgrenzen. Die gelten dann nur bei Einreichung des Dossiers oder wird das dann bei der Vergabe nochmal überprüft? Das, wenn das Dossier nur geht, an das Moyen von den letzten drei Jahren. Wenn er ein Junge recht ein Jahr schafft, dann ist das Moyen von einem Jahr, zwei Jahren, voilà. Das ist der Moment, wo man eine Wohnung soll kriegen, wo man den Revenu gucken. Weil das Dossier in Ragi gehen, das geht da bis 14. August. Da brauchen wir zwei Wochen Zeit für den Tritt zu machen. Und dann werden wir die ersten Leute am September oder so rufen. Es möchte Käsen anzurufen. Es geht nicht mehr sehr, wenn der anruft. Lust uns als Abendmann,
Die ganze Zeit, wo wir so im Telefon mussten erklären, dass wir noch nicht wissen, kommen wir nicht für uns. Die Madame so nicht dafür vermerkt. Il n'y a aucun intérêt à appeler à partir du 16 août. Quand est-ce que vous m'appelez? Quand est-ce que je suis considéré ou non? On vous contactera après analyse. Il faut qu'analyse tous les dossiers. Parce que celui qui remet le dossier le 14 août à 17h et qui a trois enfants et qui vient de Kielen est le premier qui pourra faire son choix. Donc il faut analyser tous les dossiers. On a besoin au moins de 2 semaines. Et à partir de septembre, on va commencer à vous appeler pour venir en rendez-vous, pour choisir les logements. Mais essayez, s'il vous plaît, de ne pas nous appeler le temps qu'on perd, entre guillemets, à vous répondre qu'on n'a toujours pas de réponse pour vous. Ne nous faites pas avancer. Pardon, je n'ai jamais. Merci. Okay. Ich habe mich gefragt, ob so alle Hauskriterien so Gartenhäuschen, wo ich kann sein Wollen aufstellen. Wie ist mit den Pubellen? Weil bei einer Familie mit 3 Kindern kann man vorstellen, dass nicht mehr viel Platz an dem Gartenhäuschen dran ist. Also die Pubellen bleiben am Haus. Sie sind dezentralisiert. Alle Haus hat seine eigene Pubelle. Wir haben eine ganze Etude gemacht gehabt, mit der Gemeinde, mit Zika, ist das hier. Ob es sinnvoll wäre, zentralisiert Pubellen zu machen. Und aus der Etude kommen wir nur raus, dass die Wahrscheinlichkeit, ob 3 von den Deschehen mehr groß ist, wenn sie an den Häusern sind. Und der Pubellsauto fährt durch alle Straßen, lässt alle Haus Pubell ansammeln. So, dann noch ein Kopf Französisch. Madame s'est renseignée sur les Pubelles. Donc, les Pubelles sont décentralisées. On avait fait une étude avec le SICA et les édiles ici de la commune pour évaluer si ça faisait du sens de faire des poubelles centralisées près des parkings. Mais à la fin du compte, on a constaté que la chance que les gens trient davantage est plus grande si on donne des poubelles décentralisées aux acquéreurs. Donc le camion poubelle passera dans les rues et collectez vos déchets auprès de votre maison. Ja, noch froh, als man den E-Bikes, kann ihn die vielleicht am Parkhaus abladen, sind durch Chargen viel gesehen? Es ging mengen, dass an den Gartenhäuschen auch Strom ist. Das heißt, wenn man nicht Strom hat, dann muss man Strom dahin bringen, weil sie sind auch nicht gebaut. Eigentlich muss ein Preis am Abri Jardin sein. Das heißt, ihr könnt eure Velo an eurem Gartenhäuschen abladen. Okay, auf hier bei Gartenhäuschen zu kommen, muss ich durch den Garten gehen. Die muss durch den Garten gehen, aber die muss nicht durch den Living gehen. Aber wenn da sind noch Reihenhäuser da, wo eine separate Passage wird, wo ihr von vier noch haben, durch das Haus könnt, durch den Keller, durch den Technikraum, wo ihr nicht durch den Living muss gehen. Okay, merci. Donc, si vous venez en vélo, effectivement, vous devez donc mettre votre vélo dans l'abri de jardin. Et donc, toutes les maisons ont un accès à cet abri de jardin, soit par l'extérieur ou pour les maisons de rangée. Il y a en fait un passage spécifique avec des portes séparées par la CAF, par le local technique, que vous pouvez traverser pour rejoindre le jardin. Et vous ne devez pas passer par le séjour. OK? Anna Frohen. Kein Froh mehr. Sie da sicher, ja? Ach, kein Dank. Guten Abend, ich hänge mich dann mit Madame an. Ich finde die Frau nämlich ganz interessant. Fand. Ich gehe dann einen Schritt weiter und so. Wo können wir das Elektroauto abladen? Ah ja, okay. Also am Parking sind natürlich Möglichkeiten da, für ihr Auto in elektrisch abzuladen. Wie viele Bornen los schlussendlich da hinkommen, weiß man noch nicht mehr. Wir werden also alle Parking heute so mal ob manst ein Dozen Bornen. Donc, il y a au moins par parking centralisé une 12 de bornes électriques pour le chargement des voitures électriques. Donc ça, on va mettre un système en place où vous pouvez charger vos voitures électriques dans les parkings centralisés, bien sûr.
On essaie toujours de faire un quartier durable, évidemment, il faut penser à ce point. Une autre question, keine froh, mais bei der Gige Spon Chance wünschen, für ein Dossier aufzugehen. Wie gesagt, wenn der die erste Phase nicht kann, dann von Ihnen kriegen, wir werden die Jan auch sehen, wenn ihr die zweite Phase könnt, schreibt die Jan bei seiner List von den Personen, die interessiert sind. Und dann geht er über alle Phasen, die du noch könnt, informiert. Und vielleicht sind sie beim zweiten Kuh oder spätestens beim dritten. Es kommen 400 Unitäten, die nächsten 4-5 Jahre. Ich hoffe, dass mich dann alles erwähnt. Voilà, vielmals merci. Voilà, große Merci auch dann ein Grund der Geänderung und des Explikationen. Merci für Ihr Interesse. Ich wollte ganz kurz ein zumachen, dann, was mir gut gefallen hat, dass wie den Herr gesagt hat, dass keiner, die hier groß gesehen, das will an der Gemeinde bleiben. Das ist Ziel. Und das ist nicht evident mit den Preisen, wo wir heute zu Lützburg sind. Ihr wisst, Kiel ist ein normal ländlich Gemeinde. Angebäder ganz viel gering, ganz viel Büsch, nur Erholungsgebiete rundherum. Wo am Spektrum von der Stadt Lützburg erklärt, hey, ich preise um klassische Marsche, im nächsten Marsche. Dafür ist es enorm wichtig, dass wir das hier machen. Und wir werden das vollends unterstützen. Ich suche just eine Sache zum Verkehr, was der Herr Fjordundo gesagt hat. Wir sind nur auf der Platz da unten beim Kreis W mit um die 7000, zwischen 7000 und 7500 Bewegungen den Tag. Von Elmen nur von Haut ob mal fertig wäre. Ne, weil das nicht das. Das ist so eine Entwicklung für die nächsten gute Jahre. Da werden wir also von 7000 gehen wir dann auf 7600, 7800 Bewegungen herabgehen, vielleicht auch auf 8000. Das ist aber nicht das Projekt Elmen, was der Kreuzung oder überhaupt im regionalen Verkehr der Hand genickt bricht. Wir haben los schon das Problem. Wir haben das Problem los schon. Und ihr wisst doch, dass wir alle Jahre 12.000 bis 15.000 Leute Residenten an der Grand Duché rakreien, das ganz viel als einfach so, mit das noch nicht das Problem von Elmen, die hat für Drogen gesagt, geht da mal gebaut und da geht geguckt. Wir können noch nicht werden, bis dass wir eventuell einige Kontoren mal kriegen. Ich will hier nur noch nicht politisch gehen, aber wir sind uns der Sache bewusst, aber wir können nicht darüber werden. Wir können nicht nach 10 Jahren werden, bis dass wir eventuell, wir müssen das hier machen. Und wir machen das auch, und ich meine, nur halt, ich gehe doch verkehrstechnisch, also um die Projekt gehen, wir mit der Gemeinde bleiben handeln drin für verkehrstechnisch Lesungen, nur halt, ich verkehrstechnisch Lesungen mittel- und langfristig zu planen. Ich denke, hauptsächlich auch ein Stichstrauß, die soll als Aktivitätszone mit dem 220 Kilometer verbannen, da sind wir ganz ehrlich handeln drin, da gehen doch Etüden, die als Slowäer abzeichnen, im richtigen Sinn vom Wort, und wir hoffen, dass wir dadurch demnächst können realisieren. Du hast absolut recht, denn Herr Entring hat auch für Droh gesagt, am Vierfeld von der Konvention, die wir auch zusammen als Gemeinde mit der Resen aus Sperm unterschrieben haben, wo wir eine Garantie kriegt, dass aus sich das Regionalverkehrskonzept, was da soll kommen, irgendwann einkehren, dass das nicht alle Kerr von der allgemeinen Verkehrsproblematik von der Gemeinde Kirlen kann gemacht werden. Was das auch immer heißt, dass sie auch gedacht, einen Echangeur zu machen, ob das heißt vom Bauhaus, für da direkt auf die Autobahn zu kommen, dass die nicht muss auf der Erler Straße gemacht werden, das gibt der Erler Straße ein bisschen zu lagern, auf eventuellen Tram, können bis dahin zu ziehen oder sonst etwas Ernstes, was den öffentlichen Transport angeht, respektive also Pôle d'Échange angedeutet, innen bei dem größeren Romper. Aber das sind alles Theorie. Aber wie gesagt, das ist eine Planung, das geht auch weiter wie wir. Aber wir können, wie gesagt, was das Logementsproblem und was den abordablen Wohnraum angeht, können wir nicht werden, bis das all Verkehrsproblem hier am Land gelesen ist. Weil das muss ich noch einfach so können, so, das kann man nicht führen. Ich verstehe aber absolut davon. Voilà, das wäre von uns aus. Danke, merci all den Kollegen von der SNHPM und den Kolleginnen. Auch für die ganz flotte Summen habe ich dann den letzten Jahren. Merci für Ihre großen Interesse. Heibannen für viel Frohen. Merci für den Interesse. Ich denke, dass ganz viele Leute da draußen geguckt haben, was frohe sind. Ich meine, auf einem Punkt kann ich das alles noch gucken, respektive kann ich natürlich auch mit der Kontakt setzen, für alle frohe Beantwortung zu kriegen. Jede Frage eine gute Chance. Jede Frage kann an einem Richterfest natürlich nicht zerweiert gehen, mit das wird den Giefer gesagt, das ist ganz klar. Es kommen in absehbarer Zeit weiter Unitäten auf den Marché.
Und wir wünschen jeden Fremden, den sich für diese Projekte interessiert, den ein Demand erreicht natürlich ganz groß bonne Chance, dass da so weit wie möglich könnt an einer schönen Gemeinde wohnen bleiben. Merci, Nein, Kreier. Merci, dass ihr hier wart und einen schönen Abend.